Jetzt angefangen mit, habe ich den Stream jetzt so angefangen? Ist doch gut! Das ist sehr gut! Fast so gut wie ich hoffe, ich störe. Das hat dir angetan, was? Ja, das habe ich schon wieder voll verdrängt, dass ich das irgendwann mal gemacht habe. Voll reingeplatzt und ich hoffe, ich störe. So, hallo an alle null Zuschauer! Ist ja auch keine Verwunderung. Nein, das ist echt keine Verwunderung. Aber ich begrüße alle nicht vorhandenen Zuschauer an dieser Stelle. Hallo? Willst du dich zuerst kratzen? Soll ich mich kratzen? Okay, also erstmal wo? Erstmal das wo? Am Rücken, am Sack. Ach, ernsthaft, hier, es gibt hier diesen komischen Bereich zwischen Rücken. Ja, gut, okay. Da würde ich das machen. Da, so. Da willst du es machen. Da will ich es jetzt. Pass auf, ich wichse jetzt mein Zeichen hier hin. Ah, fertig. Okay, ich mach mich lebendig. Blatrix ist wieder vorbereitet, wie immer. Gar nicht. Sein, dass ich mir einen weiblichen Charakter gemacht habe. Oh, tatsächlich. Wusste ich gar nicht mehr. Ich weiß, du guckst lieber auf den Weiberarsch als auf den Männerarsch. Ja, das ist ja auch so. Ich identifiziere mich aber immer sehr gerne als Mann als jetzt eine Frau, weil ich keine Tunte bin. Andererseits, wenn du bei irgendwelchen Mehrspieler spielen einen weiblichen Charakter hast und dann sagst, ich brauche Munition, was meinst du, was du dann plötzlich kriegst? Angriff mit freundlicher Waffe. Zu viel Munition. Auf einmal sagst du, mein Inventar ist voll, dann schenkt dir Inventar. Und dann sagst du, oh, das ist ja toll, jetzt kann ich noch mehr Munition, aber es reicht noch. Okay, man muss dazu sagen, so schlimm ist. Eigentlich ist das Hauptargument tatsächlich, wie Blatrix gesagt hat, ich schaue lieber Frauenarsch als auf einen Männerarsch. Was für ein Arsch, ne Artikel. So, genau. So. Ich mach mir erstmal einen Wanderfluch rein. Brauche ich nicht. Noch nicht. So. Weil du weißt, wo die Abkürzung ist. Ich will aber, dass die Geister mir nicht auf den Sack gehen. Die folgen dir bis da unten hin gar nicht. Hast du dieses Item schon gehabt? Ist sowieso nur Crap. Geronimo, so, hier runter. So, vorsichtig. Erstmal ist hier ein Gegner, den töten wir mal. Ritter von Astoria. So. Nur damit der uns nicht in den Rücken fällt. Mir folgen. So, von da würden wir jetzt normalerweise... Und hier müssen wir jetzt mal ein bisschen vorsichtig sein. Wegen der Christosomas. Zurück, zurück, einfach zurück. Da kommt jetzt garantiert gleich einer raus. Oder ich locke erst mal einen an. Naja, mach du mal. Und da kommt schon einer. Ach so. Hallo. So. Ich mag eigentlich die Dark Rest. Ja, ich auch, aber vorsichtig. So, das Viech kommt jetzt wahrscheinlich auf uns zu. So, halt schon mal den Schild ein bisschen hoch, weil jetzt lasse ich wohl erstmal ein paar Sachen explodieren. Oh, da nicht rein. Vorsichtig, da kommt gleich ein... Dark Rust, ich weiß. Okay. Das war's von mir so geplant.
So. Hallo, Scully. So, einer ist hier noch. Ich glaube, hier auf der rechten Seite, ne? Ja, hier, hier, hinter dem letzten Dings. So. Jetzt gehen wir erstmal raus. Hier hinter ist auch noch einer. Hinter der Nebelwand. Fenstermond Zenonsring. Es wäre nett, wenn du mir die Nebelwand bist. Da draußen sind auch noch. Fenstermond Zenonsring? Ja. Oh, Wendelins Eid und dann können wir Wendelin machen. Perfekt. Umarmte Rüstung der Gunst. Die war hier oben noch. Ach so, so, und dann ist da oben noch irgendwas, wo du ganz weit laufen. Normalerweise. Ich sehe dich. Ja, ich mich auch. Du bist super, Blatrix, ja, das weiß ich. Blatrix, komm zu dir gefliescht. Oh, ernsthaft. Ja. Toll, jetzt habe ich irgendwie das Bedürfnis, diese scheiß Fürstenklingenhandschuhe. Naja. Der Finstermondzierungsring ist schon das Highlight gewesen gerade. So, jetzt kommst du ja bitte runter und gehst da durch diese Nebelwand. Zack, zack. Weißt du, wie du einfach noch so langsam durchgehst und ich schon, Geheimschlüssel stürmen des Überwinders. Geheimschlüssel? Ah ja, der ist unwichtig. Der ist unwichtig. Weil der wäre für Dings gedacht gewesen, für... Sag schon. Schon? Ach so, da hinten sind die Drachen, ja. Lautrec. Da Lautrec aber schon tot ist, interessiert uns das ja nicht mehr. Der ist schon sowas von tot. Tot, tot am totesten. Vor allem ist der Schlüssel freien, aber da wir... Ist und genau deswegen Generalschlüssel. wenn die Schlüssel-Items alle mit durchmischt, dann ist... Ist das schon, Lass mich hier raus. Lass ihn erstmal raus. So. Dämonenbeschleuniger. Apropos Dämonenbeschleuniger, den wollen wir auch noch machen. So, jetzt gehen wir erstmal hier nach links. Erstmal will ich das Item blaue Brocken. Und das Item. Schwarze Goldsom Handschuhe. Oh, auch nicht schlecht. So, jetzt könnte gleich der Punkt kommen, wo man... jetzt könnten hier ja zwei Geister auftauchen. So, pass auf. Ich nutze auch erstmal einen Wanderfluch. Normalerweise, bleib da unten stehen, bitte. Wenn du hier kurz reingehst und wieder raus, dann kommt einer von diesen, wie sie auch immer heißen, raus. Geister? Nee, einer von denen da. Darkrest. Ja. Wie du siehst, alles wunderbar. Da war sogar ein Geist. Alles wunderbar. So. So, jetzt bleiben wir hier so ein bisschen in Sicherheit.
Der kommt jetzt hier zum Eingang. Meistens. Vorsichtig. Der Dicke? Ja, der Dicke, der kommt jetzt. Der da? Ja, genau der Dicke, den du jetzt abknallst. Und... das war ein Geist. Der zweite von den Zweien. Vorsicht. Nee, er macht... er kotzt. Weg, 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 weg! Kotzt er die Seelenköpfe aus? Ja, der macht das. So. Dann ist hier noch einer. Der hat mich gestört. Okay, dann müsste da noch eine Truhe sein. Hier ist draußen. Hier draußen ist noch. Ist noch einer von den Spacken. Hier ist noch ein Geist. Jetzt könnten hier noch ein paar Geister rumlungern. Und dann müsste hier auch irgendwo Beatrice ihr Rufzeichen sein. Wahrscheinlich hier in der Gegend. Und ich glaube, das ist dann der Punkt, wo ich Artorias Ring hier ausriss. Bund des Artorias und... so rumlaufe. So. Das ist eindeutig eine Midroll, würde ich sagen. Ja. Und du solltest dringend vorher nochmal heilen. Genau. Ach, die alte ist ja, ja super. So ist die Frage, ob ich mir vielleicht ein paar die Menschlichkeiten mal... oh, so weit unten. Nur damit ich im Zweifelsfall was zum Heilen habe. So, ja, es ist, you're going first. Blatrix? Ja, ich komm gleich. Achso, du wechselst noch dein Setup, alles klar. Ich bin heute Havel Dad. Oh, hast du alles Havel angezogen? Ja. Was ging? Ich hab noch eine Fat Roll. Na gut, ich bin bei einer Midroll. Okay, jetzt nicht in Eile geraten. Nicht in Eile geraten. 50,5 und 78 von 78,1. Boah. Ja, genau. Gehen wir nach ganz unten, würde ich sagen. Besser ist es. Es gibt nur zwei Leute, die wirklich richtig Abgrund schreiten können. Außer ein... nee, eigentlich drei. Einmal der Player-Character, einmal Artorias und einmal Beatrice. Okay. Geronimo! Der Abgrund? Okay, wir sind dann Vierviertel mit 8 Takt. Ich bin im Auftakt und ihr steigt damit einer so los. Ich habe schon mal besseren Schaden ausgeteilt. Okay, Heilung, genau, super.
So, der nächste müsste schon kommen. Da ist er. Ah, direkt vor der Flinte. Ja, ist doch gut. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Ja, drei werden wir nicht draus machen. Und Heilung. So. So, wo ist er? Der letzte. Oh, Beatrice beschwören ist eine gute Idee gewesen. Wo ist er? Die ersten zwei kommen relativ schnell hintereinander. Der dritte. Er war gerade irgendwie vor meiner Nase. Au, au, weg. Au. Ich bin tot. Er hat zu viel Magie eingesetzt, aber versuchen. Schade, aber es geht. Also tot. Du oder? Nein. Fucking. Der vierte König ist gefallen. Okay, das ist gut. Der vierte hatte allerdings nicht alles mehr an Leben gehabt. Ja, das war klar. Seele, Ritter und Spinnenschild. Naja. Die Ritterseele ist ganz gut. Der Spinnenschild, den hätten sie sich sparen. Der Stelle. Dann müsste jetzt bei dir auch Karth aufgetaucht sein. Jupp, also. Super. Hallo Karth. Shall share without sentiment. After the advent of fire, the ancient lords found the three souls, but your progenitor found a fourth, unique soul, the dark soul. Your ancestor claimed the dark souls and waited for fire to subside, and soon the flames did fade. Only dark remained. Thus began the age of men, the age of dark. However, Lord Gwyn trembled at the dark, clinging to his age of fire and in dire fear of humans, and the dark lord who would one day be born amongst them. Jetzt gibt's ja erstmal das Herrschergefühl. Resisted the course of nature. By sacrificing himself to link the fire and commanding his children to shepherd the humans, Gwyn has blurred your past to prevent the birth of the Dark Lord. I am the primordial serpent. I seek to right the wrongs of the past, to discover our true Lord. But the other serpent, Frampt, lost his sense. And befriended Lord Gwyn. Undead warrior, we stand at a crossroads. Only I know the truth about your fate. You must destroy the fading Lord Gwyn, who has coddled fire and resisted nature, and become the fourth Lord, so that you may usher in an age of dark.
Ich werde mich dafür auf jeden Fall entscheiden. Ich werde halt ein dunkler Lord werden. Wahrscheinlich spielt sie jetzt erstmal noch. Gibt's was Interessantes dafür? Bisher noch nicht. Kackladen, gibt's ja gar nichts für. Ich trete wieder aus. Dann legen wir es mal Herrschergefäß platzieren. Ich habe 85.000 Seelen, die würde ich jetzt erstmal ausgeben. Das glaube ich. So, was steige ich denn mal auf? Dex, Stärke, Vitalität, Konstitution vielleicht? Konsti auf jeden Fall. Noch Konsti und Stärke. Das ist ja stark. Ja, ne? Very well. Once the vessel is filled with souls, the gate to Gwyn shall open. Seek Gravelord Nito, the Witch of Izalith, and the traitor. Seek the Scales. Fill this vessel with their souls, then the gate will open, so that you may kill Gwyn. Are you ready? Then, let us return to the Abyss, and trust... Ich kürze die Katze mal hier ab. Brauchen wir nicht immer zu sehen. Ganz richtig. Und dann gibt es noch den Eid, ne? Oh, was gibt es beim Eid? Vielleicht die stärkste Spiels. Und die beste Rüstung des Spiels. Oder eine Seele eines verlorenen Untoten. Seele, Ritter und Klerikerstulpen. Ja, okay. Die Ritterseele ist ganz gut. Um Eidgegenstand bitten, um was kriege ich dafür? Standardbolzen für 7500. Ich glaube, ich werde beschmiert. Einen einzigen. Hier ist ein Standardbolzen. Der ist jetzt aber total überteuert. Du musst ihn kaufen. Okay. Gut, dann beweg deinen Arsch wieder in die Ruinen. Wickst dein Zeichen auf den Boden. Ich will auch einen Standardbolzen für 7500 kaufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Standardbolzen war, aber... Es war ein Bolzen, okay? Es war auf jeden Fall ein Standardbolzen.
So, wo ist mein Holzmasselring? Ja, die Fliprolle mag ich mehr. Die Fliprolle mag ich mehr. Ja, die ist nicht so laut. Ja, die ist nicht so laut. Echt? Go fuck yourself! Weil ich das auch noch von der letzten Aufnahme oder vom letzten Stream nochmal sagen wollte. Go fuck yourself! Moment, Moment. 11, 12. Super. Ich weiß gar nicht, warum ich eine Strichliste führe. Weil du es kannst. Ja, da war ja was. Ich kann. Es ist jetzt nicht sonderlich schwer, eine Strichliste zu führen. Aber es soll Leute geben, die selbst das nicht hinkriegen. Richtig. Glaube ich. Wirklich jetzt, es gibt Leute, die können das nicht. Ja, die haben auch gelitten. Ich habe einen Apfel. Du hast auch einen Apfel. Wie viele Äpfel haben wir dann? 5? Ja, ganz sicher. Ich hab mich jetzt sowas von hingewichst. Oh. Das wäre auch mal was. Warte mal. Darf ich solche Witze überhaupt hier machen? Oder. Was? Hingewichste Scheiße? Über Wichsen und sowas. Es wird irgendwann vielleicht auch nochmal Demon's Souls kommen auf Englisch und da heißt es Sticky Wild Stuff. Also. Ja. Wobei, Demon's Souls können wir nicht zu zweit machen. Man könnte mal an die Wand wichsen, seinen Namen und dann darunter war hier, aber alles Wichse. Das wäre doch mal was. Also wenn du irgendwo eine Wand gewichst siehst, Stefan war hier, dann weißt du von wem. Also durch die Geister bin ich einfach durchgelatscht, ne? Map. Da. Oh, Rüstung von Artorias. Hab ich doch gesagt. Ja. Warte. Lockst du ihn an? Lock ich ihn an? Ich locke. Na. Komm raus, Kleiner. Trau dich. Er liegt dir zu Füßen. Weißt du, das wäre mal so. Hallo, ich will hier hinten noch aufruhen. Das wäre auch mal so eine Sache. Ich glaube, wenn beide wirklich so richtig Arbeitskollegen wären oder so. Und ich sage dann mal Auszubildenden, ja, komm mal her. Ich hab da was für dich, Und Blatrix kommt dann von hinten und stößt ihm irgendwas volle Kanne in den Rücken. Ungefähr so. So. Wie viel Estus hast du? 19 jetzt noch. Vorsicht! Vorsicht! Es war zu spät. Na komm her, Kleiner. Oh, hör auf, dein scheiß Schild zu benutzen. Ja, eigentlich muss ich hauptsächlich für dich heilen, ne? Achso, wie viel Menschlichkeit hast du? Ich hab noch 13. Okay. Was hast du gekriegt? Finstermunitionsring. Achso, von dem Viech? Flammenbirch. Nichts Sinnvolles in dem Sinne.
Super. So, was war da oben bei der Riese? Ist egal. Brauchst du dich nicht erinnern. Ich gucke jetzt eh nach. Da war, glaube ich, nur Crap drinne. Nur Crap drinne. Ein bisschen Crack wäre mir lieber gewesen. Ich hatte tatsächlich mal mit dem Item Randomizer, der trotzdem noch die Riesenglut drin war. Das war echt lustig an der Stelle. Der wird sich. Ja, lassen sich wehren. Der wird schon irgendwann merken, dass er tot ist. Ey, du bist tot. So, ja, sagt mir auch keiner was. Ich meine, ja, dann nicht nur, dass du tot aussiehst und ich kann auch durch deine Augen gucken, das ist ekelhaft. Jetzt hat er gemerkt, dass er tot ist. Jetzt ist er tot, jetzt wo ich komme. Jetzt hat er sich gedacht, nee. Und ja, jetzt falle ich um. Ich würde sagen, der hat sich gedacht gehabt, boah, nee, der ist so hässlich, ich fall jetzt so dumm. Ich hab doch gesagt, ich hab ein hässliches Gesicht genommen. Aber du hörst ja nicht auf mich. So. Den haben wir auch. Ich glaube, ein Item hast du vergessen. Hm? Wo bist du eigentlich? Wo um alles in der Welt eierst du schon wieder rum? Tja, das wüsstest du gerne, was? Ja, das wüsste ich manchmal wirklich gerne. Ist nur eine blaue Scholle, okay. Ich hab einen Fahrstuhl geholt. Ach Gott, einen Fahrstuhl, den brauchen wir hier auch dringendst. Ein Fahrstuhl. Ein fahrender Stuhl. Ernsthaft, wo bin ich jetzt schon wieder? Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit immer, du rumeierst. Das kommt aber auch, weil du mal hier, mal da und dann jenes. Statt regulär einfach durchzulaufen. Mach ich doch. Nee. Doch, ich laufe regulär einfach nur durch. Jetzt mal ohne Spaß. Aber nicht einen regulären Weg. Ich nehme meinen regulären Weg. Irgendwie könnte hier noch ein Geist sein. Ja, da ist er auch. Da ist er nicht mehr. Ich bin genauso gelaufen wie vorhin auch. Das kann ich mir doch nicht merken. Alter, ja. Wie oft hast du das Spiel schon gespielt? Schon häufiger, aber nicht auf diese komische Art, wie du das immer spielst. Das ist nicht komisch, das ist einfach mein Standardweg. Du nimmst aber nicht den regulär vorgesehenen Weg. Warum, wenn ein anderer Weg einfacher ist? Das Spiel will von mir, dass ich da lang gehe. Ich habe eine Abkürzung gefunden. Nee, die nehmen wir nicht! Ah, Beatrix, ich glaube, ich musste echt nochmal Nachhilfeunterricht in Schweinischsein geben. Ah, jetzt sehe ich das erst. Beatrice hat ja
Die Smo-Stuhl, Stiefelchen an. So, wo sind meine? Da. So, ich bin soweit. So. Okay, gehen wir rein. Was macht Beatrice da? Keine Ahnung, irgendwas bekämpfen. Egal. Runter mit uns. Bist du runtergefallen? Nee, es war Beatrice. Ja, dann mal hinterher, Geronimo. Ich bin auch runter. Ja. Ich sehe es. So, 13 Estus noch. Glückszahl. Wird schon schief gehen. Ich hab menschlich gehört. Okay. Ich bin tot. Ja. Weil er zweimal gezaubert hat, der Penner. Meine Damen und Herren, hier sehen die Sie... Die RNG ist gerade scheiße. Die RNG ist gerade richtig scheiße. Gut, aber der erste ist schon mal weg. Ah, komm, wenn du jetzt nicht weglaufen würdest. Alter! Fuck! Ich habe gerade unfassbares Pech mit der RNG, ne? Das glaube ich. Ja, jetzt habe ich hier gerade... Beatrice ist auch tot. Ich schaffe den Boss nicht. Ich bin tot. Ernsthaft? Ja, das Problem war gerade, dass der erste hat zweimal hin Druckwelle gezaubert. Okay, also gar nicht erst Rüstung wechseln oder so. Achso, ich muss mich menschlich machen. Ich würde noch mal ganz gerne schauen wollen, was da jetzt übrigens... Ich meine, es liegt auch relativ am Anfang des Gebiets, ne? Drachental. Beatrice, ja. Rein und eigentlich links halten. Rein und links, rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Meine Güte, wird das schmutzig hier wieder. Wobei, das Schwert geht ja auch immer rein und raus. Rein in den Gegner, raus aus den Gegner. Rein in den Gegner, raus aus den Gegner. Ja. Das war mal wieder so eine Glanzparade, ey. Und ein Problem war, dass du halt so schnell gestorben bist. Vielleicht sollte ich mal dran. Ah, der letzte. Aha.
Drachenstein und Zestus. Also nichts Besonderes. Gut, dann kratz dein scheiß Zeichen da wieder hin. Ich bin sauer. Diese fucking Four Kings. Wer hatte nochmal die Idee gehabt, die Four Kings so früh zu machen? Ach, das waren wir beide, ja. Richtig. Okay. Ich glaube übrigens, wir könnten auch eine andere Sache machen. Vielleicht hilft das ja. Unser Rufritual. Ah! Ja. 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 Da ich hab war mich ja was. Gekratzt. Ja, ich glaube, ich habe deinen Schatten hier gesehen. Wie er gerade gebetet hat. Wir werden jetzt erstmal 5 Stunden warten, bis sich hier irgendwas tut. Du bist jetzt aber nicht irgendwie Level 85. Nein, ich bin 75. Na gut, ich bin 73, also daran sollte es nicht liegen. Da ist es. Sie werden geriefet. Schildparade. Gut, bis sehr gut. So, wir ignorieren diese Geister. Wir springen hier runter. Verlieren minimal Leben. Rums. Bums. Ah, okay. Die Geister könnten jetzt allerdings noch ein bisschen problematisch werden. Das Kackviech hier drin ist nicht mehr da. Jetzt müsste einer wieder rauskommen. So, Geister sind auch tot. So, weg mit dir, Karl Otto. Und weg mit dir, Karl Otto. Ich hab das schon erledigt. Hier ist irgendwie komisches Viech. Oh, das ist cool. Das habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Ich glaube, das ist ein Vieh, das random spawnt. Was? Doppelmenschlichkeit. Ja, ich meine, wenn du gestorben bist oder so, dann. Oder wenn irgendeiner gestorben ist, dann spawnt das random. Irgendwo. Das habe ich zuvor jetzt so. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass. Ich hatte das Vieh schon mal gehabt. Wie gesagt, das spawnt random. So, jetzt nehme ich noch Havels Gamaschen dazu. Dass ich auch eine Fat Roll habe, danke. Du willst dich nicht umziehen? Nee. Okay. So, ich... Beatrice, du folgst mir jetzt auffällig.
Beatrice, folge mir. Ich werde auch absolut shitlos rumrennen. Aha. Das ist mutig. Ich werde auch nicht aus der Nähe angreifen. Okay, das ist noch besser. Wozu habe ich meinen Drachentöter-Großbogen? Den hattest du eigentlich nur, um Sif zu töten. Aber was gut gegen Sif ist, muss nicht unbedingt schlecht gegen die Four Kings sein. Richtig! Und damit ich noch agil bin, habe ich halt... Ich muss aber erstmal... Matsche Pampa habe ich erst wieder. So, da ist schon der erste. Ja, und jetzt geht er voll auf dich los. Okay, der DPS ist aber nicht hoch genug dadurch. Ja, genau das. Alter! Oh, hi! Oh, weg! Komm, den schaffen wir jetzt. Oh, außer er macht so eine Scheiße. Oh Mensch, lass den Scheiß doch wenigstens. Oh, wenigstens eine Sache, die funktioniert. Ja, man merkt, der DPS ist einfach gering gewesen. Ja, das lag aber auch jetzt an dem Bogen und alles. Ja, da haben wir einige Fehler gemacht. Aber es hat ja geklappt. Freuen wir uns nicht. Richtig. Boah, ich habe schon wieder 100.000 Seelen. 100.000, 1 Million, ne, und so weiter. So, was in. Denke, Vitalität auf 20 ist eine gute Sache. Auf Kondition. Und dann ist es eigentlich schon mal ganz gut. Du hast Vitalität nicht auf 20? Ich habe Vitalität jetzt auf 20. Ich habe die schon lange auf 20. Normalerweise spiele ich auch nicht mit so viel Vitalität. Aber ich habe mich hier in diesem Run mal ein bisschen anders entschieden. Ja, so, hör auf zu labern.
So. Halt die Klappe und gib mir jetzt dein Eid. Ja, ein Standardbolzen für 7000. Ist klar. Wird gemacht, Chef. So, erstmal wieder meine Standardrüstung auswählen. So, dann sind wir hier hoffentlich jetzt auch fertig. Ein für alle. So, Frage, was wollen wir jetzt machen? Also ich hole mir auf jeden Fall das Leuchtfeuer dort unten noch, weil das hatte ich nämlich nicht geholt. Leuchtfeuer da unten? Bei Kars. Du bist wahnsinnig. Ich bin schon fast bei den Four Kings wieder. Ach so. Wenn du da jetzt nochmal runterspringst, musst du da den Buntes Artorias wieder anlegen oder reicht es? Höchstwahrscheinlich. Mach es lieber. Ist nur ein Tipp von meiner Seite. Du hast es schon ausprobiert. Nö, aber ich bin da jetzt so im Moment nicht experimentierfreudig genug. Man müsste es mal ausprobieren. Es gibt so viele Dinge, die man mal ausprobieren müsste. Das ist eine Sache davon. Weil ich habe nämlich keine Ahnung, was dann passiert. Kannst du da nicht einfach... Nee, runter teleportieren geht gar nicht, weil du das Leuchtfeuer nicht aktiviert hast, ne? Was ich jetzt getan habe. Ach so. Okay, dann habe ich das Item auch schnell eingesammelt. Gut, Frage, was machen wir jetzt? Finstermond-Seance-String bedeutet, dass wir zu Wendelin können. Yep. Und ich würde sagen, das ist jetzt so ein Punkt, wo wir das mal machen. Den können wir, aber ich glaube, die können wir nicht, zu zweit machen, da müssen wir, glaube ich, alleine ran. Also ich habe den Ring jetzt abgelegt hier unten und ich kann so laufen. Ja, das meine ich auch nicht, sondern ob du beim Runterspringen... Höchstwahrscheinlich, weil es dann halt dieser Point of Death dann halt kommt und bla. Ja, ja. So, wie gelangt man am besten zu Wendelin? Anor Londo. Von Anor Londo aus, genau. So, genau. Aber machen wir es mal, Wendelin. Hast du Probleme mit dem Boss? Ich nicht. Press the boobies. Welche Boobies? Wir machen weißt, den Boss bei dir. Weißt, wir machen den Boss bei dir, wenn alles. Wenn dort gute Items liegen, dann machen wir den bei mir auch. Wenn nicht, dann nicht. Wieso kannst du den. Ich kann mich. Achso, ja. Zeichen setzen ist eine Sache. Das Zeichen setzen können ist eine Sache. Wir haben auch die Puppe noch immer nicht, dass wir in die Painted World kommen. Pass mal, von da unten liegt sie dann. Das wäre schon geil. Ach ja, hier am Leuchtfeuer ist ja auch noch ein Item.
So, Finstermondsjungsring, bist du denn? Weg mit dir. Velkas Talisman und Paladin-Rüstung. Gute Sache. So. Dann gucken wir mal, was der Eid zu bieten hat. Die Schnauze wendeln. Sonnenrüstung. Eigentlich passend, oder? Einigermaßen. Warte mal. Sie gibt mir die Sonnenrüstung. Sie hat Zoller auf dem Gewissen. Ich töte sie, weil ich sie für das akzeptiere, was sie sein will. Und sie hat Tentakel. Okay, ich habe das Gefühl, das wird ein sehr kurzer Bosskampf. Bist du schon drin? Ja, natürlich bin ich schon drin. Das gibt's doch nicht. Doch. Wo gab's denn noch überall ein Eid? Great Hollow? Oder Ashlyn, wie er Ja. gesagt. Ja, Ashleck wollen wir aber später machen, ne? Ja. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich jetzt erstmal hingehe. Zum Sonnenlichtaltar? Minimalistisch. Ja, aber bei Wendelin gibt's auch noch ein Eid, das weißt du schon. Den habe ich schon. Ach so. Ach so. Du machst Wendelin jetzt gerade nicht, weil du den Boss nicht so richtig kannst. Nein, weil ich Dark Anno London nicht haben möchte. Ach so, das hat mit Dark Anolondo doch noch gar nichts zu tun. Sobald du den Boss gekillt hast, ist Dark Anno London. Echt? Ja. Ich mach das so selten auf die Weise. Ich mach eigentlich immer erst Dark, damit ich den scheiß Finstermondsjungs nicht brauche. Und tot. Nö. Da ist nichts mit Dark Anno Londo. Dark Anno Londo hat nur was mit Mount Booby zu tun. Ja, aber die Illusion wird von Gwendolyn erschaffen. Ich gehe Seele gleich. verlorener Untoter, ich glaub's aber nicht. Und mit einem Schuss habe ich auch dieses Item gekriegt. Oh, die Kiste, die sonst leer ist. Gemäldehüterkapuze. Wäre sie mal leer geblieben, hätte ich mehr von gehabt. Seele eines Kriegers und dritte Truhe. Fürstenseelenscherbe. Ernsthaft? Ja, ich mein's wirklich ernst. Fürstenseelenscherbe, Seele der vier Könige. Toll. super. Also du musst Wendelin definitiv machen, damit du das Spiel durchspielen kannst. Und ich gehe jetzt extra nochmal zur Kammer der Prinzessin, um zu gucken, ob Anolondo dunkel wird oder nicht. Weil bis jetzt ist alles noch gleißend hell.
Nee, weil. Nee, Mount Booby ist sogar noch da. Die können wir so killen. Ich dachte immer, Darkan und nee. Londo kommt. Nee, es gibt ja auch zwei verschiedene Szenen, wie Kills. Einmal, wenn Wendelin noch lebt und einmal, wenn Wendelin tot ist. Einmal labert er dich voll und einmal nicht. Da hat mich... Haben wir das aber auch mal geklärt. Wie das Abwasser. Ja, ja. Abwasser ist ein Thema, das dringend geklärt werden müsste. Okay. Also du machst jetzt Wendelin. Ich mach erstmal den Hellkite. Den wer? Den Drachen auf der Brücke. So. Ah, da war ja was. Ich wollte ja noch... Gemeinde der Untoten, den Drachentöter-Großbogen wollte ich doch auch mal aufwerten. Da war ja was. Und dann wollte ich mir, glaube ich, noch Pfeile kaufen. Irgendwas war da mal irgendwann gewesen. Nur der Drache mag es anscheinend überhaupt nicht, wenn man ihn auf den Kopf schießt. Warum nicht? Verstehe nicht. So, verstärkt. Wo bist du denn? Drachentöter Großbogen. Okay, immerhin ein plus 4. So, und dann hatten wir gesagt, war das der Händler? In Zinsfreudenhaus. Jetzt ist das mit der Freudenhaus. Ja. Ja, es ist wirklich mit der Freude aus. Puh, aber wir haben heute schon wieder was geschafft, ja. Wir haben die Four Kings besiegt, haben sogar ihre Fürstenscherbe bekommen. An einem anderen Ort, aber das spielt keine Rolle. Dark Souls, jeden Tag ein. Ich glaube, FromSoft hat ja gerade wieder irgendein Spiel in Entwicklung. Sekiro, Shadows Die 2. Shadows Die Twice, so. Auf jeden Fall so ein. Souls-ähnliches Spiel, sag ich mal. Soll das, glaube ich, wieder sein, oder? Ja. Da bin ich mal gespannt drauf. Der Scheißdrache regeneriert sich ja! Ah, ja, das macht er manchmal. Hast du gut beobachtet. Ich weiß auch nicht, wovon das abhängig ist. Weißt du was? Mach es mal, Wendelin. Hast du mehr von? Oh nein, die Feuerhüterin greift dich nur an. Das ist bei Wendelin. Scheiße, jetzt muss ich die Feuerhüterin killen. Das wollte ich jetzt eigentlich vermeiden, aber wenn sie mich angreift, was soll ich machen? Aber können wir gleich mal gucken, was die alte hinterlässt. Östliche Stulpen. Es ist in Ordnung.
Latrix, es ist völlig in Ordnung, wenn man scheiße ist. Und das gilt auch für diese Feuerhüterin. Sie ist scheiße und es ist okay. Ihr Loverboy ist sowieso schon tot. Das ist richtig. Der Loverboy, der sowieso irgendwie nicht ganz genau wusste, was er. Nicht der! Er ist trotzdem tot, den ich meine. Wir reden beide über eine tote Person, über welche. All. Aber ja? Sie greift mich an, weil er, sie, was auch immer, tot ist. Ja, weil das ihre Gottheit ist. Ach, aber, Gottheit. Aber dann habe ich also gerade einen Gott getötet, oder was? Bin ich Kratos, oder was? Ja. Okay, also wir können uns doch stundenlang darüber streiten, was... Ich werde immer der Meinung sein, Wendel ist ein... undefiniertes Geschlecht. Oh, Sens Freudenhaus, das war noch Zeiten, oder? Wo hast du diese ganzen Drachentöterpfeile eigentlich her? War das jetzt nicht von dem Typen gewesen? Nee, hier gibt es nur Standardpfeile. Wo hast du die hergehabt? Es gibt jetzt nicht mehr allzu viele Möglichkeiten. Möchte ich fast behaupten. Von dem ersten Händler zufälligerweise? Ah, das kann sein, ja. Da flitze ich auf jeden Fall jetzt erstmal hin. Weil Drache ist jetzt sowieso weg. Anstatt jetzt hier noch was zu schaffen, gucken wir jetzt stundenlang erstmal nach irgendwelchen Händlern. So. Nee, der hat nur Goffs großer Pfeil für 100 Seelen. Throw me a... You haven't got much time anyway, right? Wo zum Fick hast du diese Pfeile? Handy! Ich weiß, hat mal Handy. Toll, jetzt stehen wir vor dem größten Rätsel aller Zeiten. Wo gibt's diese Pfeile? Bei Andre? Nee, da gab's nur Bolzen.
und Scheißpfeile, die absolut zu teuer sind. Viele Händler gibt's nicht mehr. Aber weißt du was, das kann ich nachher auch offscreen nochmal gucken. Mach du erstmal Wendelin, bitte. Also ich könnte mir jetzt nur zwei Händler noch so aus den Rippen schneiden. Ja, der bei den Gargoyles und hier die hinter der die Untote hinter den der Brückenhani vergisst du. Ja, den auch und die alte, also drei. Ja, komm, ich gucke nach der Aufnahme nochmal. Wobei, wenn ich das so richtig sehe, hätten wir uns sogar beschwören können bei Wendelin. Ja. Ups. War ich ein bisschen voreilig, wa? Theoretisch gesehen, ja. Soll ich mich mal hier unten auf den Teppich kratzen? Beschwören kannst? Naja, man muss ja nicht immer alles so... Man soll nicht zu zweit auf Frauen losgehen, das gehört sich nicht. Es ist eine Transe. Noch schlimmer. Weil schon gar nicht auf Transen gehen, sonst glaubt man hinterher noch, man hat was gegen ihn wegen seiner Wahl des Geschlechts und so weiter und wegen seiner Herkunft und sonst was. Und da, wir wollen in diesem Let's Play natürlich auch zeigen, dass wir sowas tolerieren. Mehr oder weniger. Eigentlich ist es mir scheißegal. Das muss der Fritze da oben sein. Der Fritze da oben hinter den Gittern. Nee, der bei Dingsbums. Beim Bezirk der Untoten. Bei den Gargoyles. Mir gar nicht vorstellen. Muss es aber. Hi, Friend. You sorry fool. You could not be the chosen one. Enough. I shall slumber until I am awakened again. Tschüss, ja. Friend. Genau. Hallo, Friend. Tschüss, Friend. Ich lasse ihn eigentlich nie ausreden. Das heißt, immer wenn ich dann an ihm vorbeigehe, labert er mich voll. Du kannst nicht der Auserwählte sein, bla bla bla. Bla. Und verschwindet im Endeffekt doch nicht. Okay, also in der Zeit, wo du, Wendelin machst, gucke ich mal nach dem Fuzzi bei den Gargoyles. What foolishness. Why trespasseth upon the great lord's tomb, whilst thou art a disciple of the dark sun? Mark the words of myself, Gwyndolin. Thou shalt not go unpunished. Was? Also, Wendelin hat genau drei verschiedene Angriffe. Der erste hat mich dann sofort gekillt. Da
War aber auch ein ziemlicher Volltreffer gewesen. Ah, es war ein großer Zauber, ne? Das waren die scheiß Armbrustbolzen! Au. Scheiß Wendelin. Das hat einen Grund, warum ich den nur einmal gemacht habe. Du, wenn du einmal raus hast, wie er funktioniert, dann ist der easy peasy. Schießt er auch nicht durch die Wand durch, ich glaub's aber nicht. Alternative ist immer noch nicht beschwören und nicht machen lassen. Du kannst dann einfach hinten stehen, weißt du? Und kriegst nichts ab. Nee, da war den Gargoyles verkauft gar keine Pfeile. Oder hast du die von in Anolondo bei dem Riesenschmied? Das könnte sein. Au. Ernsthaft? Ich glaub's aber nicht. Ah! Hätte dieses Scheißvieh nochmal getroffen, ne? Dann wäre es aus gewesen mit dem Scheißvieh. Ich kratz mich jetzt da auch mal unten zum Finstermondgrab einfach hinsetzen und fertig ist. Ja, soll ich mein Zeichen mal setzen? Nein. Krieg ich schon so hin. Das, liebe Kinder, nennt man Stolz. Stolz ist nicht immer das Beste. Alter, ernsthaft? Meine Matschepappe ist da so weit hinten? Jep. Ich dachte, das wäre nun endlich unendlicher Korridor. Der tatsächlich endlich ist. Der eigentlich endlich ist. Also, Benny. Ich könnte dir diesen scheiß Boss erklären, aber was willst du? Sag mal. Ich rech mich nicht auf. Und nein, ich nehme deine Hilfe nicht an. Wie er einfach gesehen hat, dass ich schon wieder auf weißen Speckstein gewechselt habe und schon runtergegangen bin. Oh. Mann. Will man einmal freundlich sein und helfen und ihm seinen Frust abnehmen und... Nein. Ah, okay. Okay. Üben, mein Freund. Einfach üben. Ja, ich hab den Boss nur einmal gemacht. Das ist das Problem. Noch nicht mal allein. Ja. Oh, okay. Und ich so gefühlt 20, 30 Mal. So, ich hab doch gesagt, vom Wegen hier. Was für Dinger?
zweimal eine richtig schöne Combo reingepflanzt und schon ist der Boss tot. Dann ist der Boss tot, dann macht er einfach nichts mehr. Das ist super. Freu dich auf den Loot. Zumindest habe ich keine großartigen Seelen verloren, nur zwei Menschlichkeiten. Ja, immerhin. Damit kann man noch leben. Gut, dann gucke ich jetzt noch mal kurz beim Riesenschmied, was der so zu verkaufen hatte. Weil da bin ich jetzt nämlich gerade. Blitzbolzen. Nee, der hatte auch keine Drachentöter-Großpfeile. Vamos? Wer? Der Untote. Ah, der. Ah, ja. Das kann auch sein. Nee, da gehe ich jetzt aber nicht. Nee, das ist mir jetzt gerade nicht wert. Außerdem haben wir jetzt, glaube ich, genug Zeit vertrödelt. Ich glaube, wir wollten jetzt noch den Feuerdämon in den Dämonenruinen machen. Und ich glaube, den kriegen wir heute auch noch platt. Wenn wir uns nicht allzu sehr doof anstellen, auf jeden Fall, so wie ich es eben gerade. Ja, das stimmt. So, das war Tochter des Chaos. So. Ah, komm, komm. So, stimmt, auf dem Weg zu dem Leuchtfeuer darunter, da kommt ja auch Ritter Kirk nochmal. Genau. Aber ich würde sagen, dass wir uns bis dahin alleine vorschlagen. Das ist ja dann direkt vom Boss. Ja, deswegen. Das Gebiet ist ja auch nicht groß. Das ist ja auch nur so. Ich weiß, das ist ein Fliegenschiss. Fliegenschiss ist echt nix dagegen. So, ja, wie gesagt, vor Ewigkeiten habe ich die Items alle, das war die Highlights waren, um das nochmal zu erwähnen, die blaue Glut und eine Schwarzritterrüstung. Es war sehr enttäuschend. Du bist immer enttäuscht. Ich muss da runter. Ich weiß, ich bin immer enttäuscht. Warum bin ich eigentlich immer enttäuscht? Ja, aber... Weil du die große Glut nicht hast. Ja, ich weiß. Große Glut haben will. So, der ist tot. So, Ritter Kirk, du darfst jetzt kommen. Es reicht, wenn du erscheinst. Oh, meinetwegen kann er auch nur erscheinen. Komm, wie er will. Wie er will. Meinetwegen auch eine Kombination aus beidem. Wie wäre denn das mal zur Abwechslung? Oh, nee, nein. Das ist ekelhaft. So, Ritter Kirk ist tot. Ich weiß gar nicht, was da hinterlässt. Doch, er hinterlässt ein Item. Dämonentitanit. Falls du also Dämonentitanit brauchst, aber 26.000 Seelen. Also das ist wert. Ist nochmal ein Level-Up.
So, das Viech können wir auch killen. So, also ich bin beim Leuchtfeuer und du? Ich hab gerade Kirk gekillt. Okay. Hui. Blaue Brocken. Okay. Alles klar. So, also ich bin lebendig. Ich lebe auch. Das ist gut. Stimmt, ja, wenn Ritter Kirk kommt, dann, ja. Ich glaube, ich kratze mich dieses Mal zuerst hin. War das letztes Mal nicht auch so gemacht, so rum? Ja. Yep. Egal, ich kratze mein Zeichen mal hier so in der Nähe von dem einen Item hin. Irgendwie mag mich das Vieh nicht und deswegen wird es jetzt halt ein bisschen massakrieren. Ich habe nämlich nur eine kurze Waffe, deswegen nehme ich jetzt meinen großen Bogen. Ja. Ich habe auch meine Zauber genommen. Ich meine meinen Bogen. Ja, und ich meine meine Zauber. So kriegt jeder von uns das, was er will. Gott sei Dank, Gott sei Dank ist dieser wunderschöne ich nenne es mal Würmchen einzigartig. Ja, ja. Na gut, er ist nicht artig, aber einzig. Ja, ja. So, nur das Nötigste killen, ne? Oder hast du vorher noch große Items zu looten? Na gut, das, was so auf dem Weg liegt. Du solltest eigentlich bei den Viechern wesentlich mehr Schaden machen als ich. Das war ein Punkt weniger als gerade. Oh mein Gott. Autsch. Oh, der Wurm interessiert uns jetzt einfach mal nicht. Sollte mir vielleicht mal angewöhnen, Menschen im Inventar zu haben. Ich glaube, da hinten, da lag die blaue Glut bei dem Spacken. Hier rein konntest du aber noch nicht, ne? Nee, da war ich noch nicht. Nee, wenn du das hier Item haben willst, dann musst du von hier so darüber. Das Schöne an dem Ort hier oben ist, dass sie die Gegner hier nicht reinfolgen. Schwarze Lederstiefel. Ah, super. Also weiß ich schon mal, welches Item ich mir nehme. Sonst gab es hier, glaube ich, keine Items erstmal, ne? Nee, hier vor nicht mehr. Da hinten kommst du ja noch durch mit 30 Menschlichkeit, aber eher nicht. Die muss man ja auch erst zusammenfahren. Na gut, ich habe noch haufenweise Doppelmenschlichkeiten. Au, endlich mal ein Ort, wo man die einsetzen kann. Heilung bitte. Danke. Auch nicht schlecht. Oh, weg. Leck mich doch.
Oh. So, sage ich doch den Stoff nur. Fast zum No-Damage. Du bist ein Sunbro. Nein. Wunderrad suchen und Blechgamaschen. So, ein Item liegt da aber noch. Da musst du nach oben gehen. Ich setze all meine Hoffnung in dieses eine Item. All meine Hoffnung. All meine Hoffnungen und Träume. Es wird ein Riesenfehler sein, das getan zu haben. Bedrückendes Schweigen. So, ich muss ja auch mit dem... Oder wartet mal eben. Was denn? Ich habe ja noch das Claimer auf plus 5. Ah, damit habe ich sogar Fast Roll. Das finde ich schön. Hm? Damit mache ich aber kein Damage. Du machst mit deinem Schwert auch kaum Damage. Kleine Viechern. Traurig, aber wahr. Blitzspeere vielleicht? Mit dem Claymore geht's einigermaßen. Große Glut, großer Seelenfall. Habe ich gesagt, ich setze all meine Hoffnung in... Okay. Sieh zu, dass du deinen Arsch hier runter bewegst. Beim nächsten Mal werde ich dann auf jeden Fall eine Großsense plus... 7 graue Brocken müssten ausreichen für plus 14. Wenn du mir noch eine graue Scholle überlassen könntest, hätte ich eine große Sense plus 15. Du hast keine große Scholle? Nein, tatsächlich nicht. Eine graue Scholle habe ich nicht. Das ist meine graue Scholle. Jetzt nicht mehr! Meine große graue Scholle. Ich kann sie besser gebrauchen als du! Ich hab dir auch Wanderflüche gegeben. Nein, musst du mir nicht geben, denn eine plus 14 Großsense ist unglaublich gut. Ich wollte das irgendwie in Claymore dann reinpumpen. Ach so, ja. Ja, gut, ist in Ordnung. Nee, eine plus 14 Großsense, plus 15 Großsense macht nicht den Riesenunterschied. Aber es macht schon Unterschied, ob ich plus 5 oder plus 14 habe. Und du weißt, was das dann heißt, wenn ich eine Großsense. Ich spiele endlich wieder wie gewohnt. Und den Blutschild kann ich dann auch besser aufwerten. Ah, die Möglichkeiten. Ah, Gott, mir geht gleich einer ab. Aber lass mich raten, du machst jetzt erstmal kurz dein Claymore hoch. Nein. Sondern? Ich werde das nach dem Dings hier machen, nach dem Boss. Okay. Weil ich kann mich da nämlich erstmal nicht hin teleportieren. Ah, stimmt. Ja. Dann so, müsste ich im Grunde genommen wieder von oben runterrennen. Ja, stimmt auch. Wieder ist auch doof. Und zu dem anderen Leuchtfeuer, da können wir dann
von Quelaks Schwester runter den Fahrstuhl nehmen. Von daher. Weil ich glaube, den 1000-Fuß-Dämon, den möchte ich ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt. Du auch nicht? Ja, ehrlich gesagt, und mehr habe ich dann nicht mehr gehört. Achso, ja, den 1000-Fuß-Dämon würde ich noch nicht machen wollen. Ich weiß nicht warum und wie ich darauf komme, aber ich mag ihn nicht. So. Sind wir bereit? Wir sind bereit. Ich habe auch noch mal ein bisschen geschildert. Alles. Auch wenn es halt nicht so viel bringt. Besser als gar nichts. Ja, weil er im Moment gerade dort ein bisschen ungünstig steht. Achtung. Okay, der war zum Glück wirklich nicht so hart. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. So. Große Glut, ich komme. Ich erscheine. Was auch immer du willst. Ich tue alles für dich, große Glut. Nein, nicht alles, aber ich töte für dich diese Gegner. Kann ich dieses langsame Schwert nämlich auch ablegen? Wobei ich sagen muss, das Grabfürstenschwert ist echt nicht. Wirklich nicht. So. Das finde ich interessant. Was ist interessant? Ich bin gestorben gegen den Taurus-Dämon. Weil dort alle Gegner respawned sind. Oh. Nicht gut. Ich hoffe, du hast da jetzt nicht zu viele Seelen liegen. 22.000 oder so. Ja, gut. Ließe sich noch. Muss ja nicht sein.
36.000, okay. So, Runde 2, du blödes, schwules Ding. Ja, mir fehlt jetzt tatsächlich nur eine scheiß große Scholle. Aber es ist in Ordnung. Stefan ist glücklich. So. Dann müssten wir uns sowieso jetzt wieder unterhalten, was wir beim nächsten Mal machen. Archive oder so. Also ich wäre dafür, dass einer von uns definitiv mal nachguckt, wo die Feuerhüter sehen sind. Feuerhüterseelen. Ja. Gut, ich könnte ja jetzt mal nachgucken. Also ich denke nicht, dass wir heute noch irgendwas machen. Großartig. Um jetzt noch Archive anzufangen oder so. Nee, das glaube ich auch nicht. Mann, es ist schon 10 vor 8 schon wieder. Und bis wir die Archive dauern. Das wäre jetzt, sag ich mal, so ein Punkt, den wir nächstes Mal angehen könnten. Ja. Wenn du da einverstanden bist. Weil da werden wir bestimmt erstmal eine Weile beschäftigt sein mit. So. Und ich gucke dann mal kurz nach. Also ich habe jetzt deine offizielle Erlaubnis, dass ich darf, ja. Weil ja, zumindest es kotzt dich an, es kotzt mich an. Steam Apps, komm. Ist die da? Da, da. Param, Game Param. Da sind wir schon. So. Hintsheet. So, Steuerung F. Wie heißen die Dinger denn auf Englisch? Firekeeper Soul. Firekeeper in einem Wort? Ich meine ja. Gut, Firekeeper. Nee, in einem Wort wahrscheinlich nicht. Da steht es nicht drin. Ah, warte mal. Falsche Datei geguckt. Okay, hier. Patches gift in Tomb of the Giants if you respond no to his question. Firekeeper Soul. Also eine kriegen wir dort. Da würde ich aber ganz gerne noch nicht hin. Solaire of Astora, drop Firekeeper Soul. Also Solaire killen und wir bekommen eine. Werde ich aber nicht machen. Kein Wunder, dass wir die nicht gekriegt haben. Ah, Olakiel Sanctuary. DLC. DLC Sanctuary war, glaube ich, sogar ziemlich spät erst. Nee, Dingsbums. Ganz am Anfang. Meinst du, behind some rubble at little ways from the bonfire? Das ist das Bonfire direkt am Anfang nach dem nach dem Wächter. Dort, wo der Pilz auch ist. Sobald wir ins DLC können, wäre das also eine Sache.
Tomb of the Giants on a small large accessible by falling out of the first large coffin room. First large coffin room. Keine Ahnung, welche Seite damit gemeint ist. Aber nochmal Tomb Giants. Dom Hall of Zehner Shop Items. Dom Hall of Zehner Shop Items after defeating Dark Sun Gwyndolin. Das ist der unter der Brücke. Dom Hall of Zehner Shop Item. Ah, der verkauft jetzt eine für 3000. Für wie viel? 3000 steht hier. Das ist billig. Das kann man machen. Also Wendelin töten war auf jeden Fall eine gute Sache. Oh, hier ist noch was. Patches Shop Items. Also Patches nicht killen. Der verkauft irgendwann auch noch mal eine Firekeeper. Das war's. Ah, die sind scheiße platziert, weißt du das? Ja. Die sind irre scheiße platziert. Das gefällt mir alles überhaupt nicht. Aber ich werde auf jeden Fall noch mal kurz die eine Firekeeper Soul mir holen. Thank you. That was a fine. I have this funny feeling we'll meet again soon and we'll make another fine trade, of course. Und genau deswegen werden da so zwei Dateien. Die Items drin hast, einmal generell was alles. Finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Oh. Oh! Oh! Die werden auch mitverteilt. Seele einer Tochter des Chaos, der Feuerhüterin von Quelaks Sphäre. Ja, die werden auch mitverteilt. Die werden sowas von mitverteilt. Stefan ist trotzdem glücklich. Er hat die Großsense. Jetzt kann ich endlich Sensenmann spielen. Mit einem Moveset, das ich echt liebe. Super, jetzt habe ich nur 2600 Seelen. Ups. Seele des Verlorenen und Toten bringt 400. Und schon kann ich es mir leisten. Ja, Feuerhüterseele, da ist er. Oh, eine Heldenseele für 5000. Da machst du 5000 Gewinn mit im Endeffekt. Mondlichtschmetterling hat er jetzt auch. Me, I've scoured near. Where could Malay? Your Highness, I. Oh. Ja, endlich wieder Spielfluss. Gut, ich meine, in Estus plus 1 ist immer noch besser als plus 0. Plus 0. Okay, aber ich meine, das sind so Schwierigkeiten, mit denen muss man halt leben, wenn man mit Item Random.
genauso wie mit anderen Spielen, da musst du dich teilweise rumglitschen. Das Problem haben wir hier zum Glück nicht gehabt. Weil ich hatte nämlich auch schon mal den Schlüssel zu... Den hatte Gwyn bei sich. Den Schlüssel von? Zu den Tiefen. Hatte einfach der letzte fucking Boss. Und da hat er dir... was gebracht? Nüscht. Gut, also ich werde mich jetzt noch zu den Archiven geben, dass wir dabei... Deine Abhackerei ist manchmal echt schlimm, was das? Ja, aber ich kann da nichts für. Ja gut. Ich werde dann auch so sagen, ich werde dann... Erstmal setze ich mich hier, damit ich 20 erstes Flakons habe. Ich werde mich dann auch so ein bisschen Richtung Archive dann begeben. Sprich, Anno Londo. Aber die große Blut gebe ich auf jeden Fall. Ausrüstung umwandeln. Ich habe natürlich nicht genug sehr. Oh, ich liebe die Waffe. Gut, ich würde sagen, ich mache auf jeden Fall jetzt hier ein paar Seelenplöppen und dann mache ich aber schon mal den Stream aus und sage bis zum nächsten Stream. Blattex FB, haltet euch ab. Meine Wenigkeit auch.